Janina und ich starten die fürchterlichen Festwochen. Bedeutet, dieses Jahr sind viele geile Horror-Games rausgekommen. Wir haben sie leider verpasst, aber wir holen es jetzt nach. Zocken mal kurz rein und überlegen und sagen euch, ob es sich lohnt oder nicht. Ja, so sieht's aus. Wir haben uns da ein bisschen was überlegt, ne? Ja. Für die Pause. Einfach mal mit ein bisschen Let's Play-Content, der uns hier Spaß macht, der euch vielleicht Spaß macht, irgendwie jetzt auch so zum Jahresausklang euch zu versorgen. Ja, und so ein paar Gruseltitel. Es gibt so unglaublich viel. Wir haben so unglaublich wenig Zeit. Mhm. Und es gibt immer wieder Empfehlungen von euch da drin, da draußen. Also für Horrorspiel-Fans haben wir, einfach gute Zeiten. Ne? Es gibt ja große, kleine Titel, alles Mögliche. Das ist wirklich. Und das ist schön. Ja, ich dachte mir, gegen Ende des Jahres möchte ich endlich mal wieder Zeit mit dir verbringen. Und die einzige Möglichkeit, wie das funktioniert, ist, wenn ich mir Arbeit. Die Hose scheiße. Dementsprechend, hallo, hier sind wir wieder. Genau, und wir starten unsere kleine Reise mit Ad Infinitum. Ein kleines Spiel aus deutschen Landen. Ich habe mir da auch nur Trailer angeguckt im Laufe des Jahres und das sah offenbar super vielversprechend aus. Mhm. So ein bisschen psychologischer Horror, also im Weltkriegssettings, glaube ich, Erster Weltkrieg, genau. Werden gleiche Assoziationen wach. Ja, um Himmels Willen, ja. Aber wie so häufig gilt natürlich, je weniger man weiß, je weniger man sich damit beschäftigt, desto reizvoller. Deswegen ich freue mich. Wir starten rein, ne? Machen wir. Ich darf beginnen, ne? Du darfst beginnen. Das hatten wir schon festgelegt. So, dann mache ich mal ein bisschen lauter hier. Oh, das ist auf jeden Fall. Iuiuiui. Ja, ist laut. Ja. Ist ja schon mit ganz kleiner Drehung laut. Ja. Also deswegen nochmal fürs Protokoll: Wir werden diese Spiele alle nicht durchspielen, es sei denn, das schaffen wir, sondern wir wollen reinzocken, ein Gefühl dafür bekommen und dann im Zweifelsfall zu sagen, kauft euch auf jeden Fall, respektive. Janina, spiel's mal auf deinem Stream-Kanal, Twitch-Kanal weiter. Ne? Ja. Ich sehe übrigens schon wieder so eine dumme Statue. Da bin ich schon wieder bei Dingen. Madison. Oh, ist zu laut auf jeden Fall. Oh, sehr ist viel laut, zu laut. Ne? So geht es. So. Okay, besser? Mal gucken. Ich würde sagen, wir starten ein. Nein, ich bin gespannt. Ad Infinitum und noch viel weiter. Du sagst, es ist vielversprechend. Ey, ich fand die Trailer sahen super aus. Also. Okay, cool. Ach, um Gottes Willen, ja. Mal gucken. Aber ich kann ja, wie gesagt, nichts dazu sagen, weil außer dem Reiz und dem ersten Lesen, so dass es ganz gute ist, so im Herbst, glaube ich, erschienen, hat ganz gute Kritiken bekommen, ist nicht überragend, aber wohl wurde insgesamt recht wohlwollend aufgenommen. Du hast es einmal getan. Cool. Und du musst es wieder tun. Ja. Drogen? Oder? Komm schon. Die Dingsschrift. Morse. Morsecode, genau. Aber es ist nicht bis zum Ende. Q, K, L, M, N. Ah, doch. O, P, okay. Okay, ich kenne nur SOS, deswegen wollte ich gerade abstimmen, ob das passt. Was ist das? Kurz, 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 lang, 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 kurz, kurz, kurz oder so, ne? Ja. Ganz ehrlich, wenn ich in Notlage bin, probiere ich einfach beide Varianten aus und eins davon wird schon sein. Entweder ich sag Oso oder ich sag SOS. Oso. Ach scheiße, hätten wir aufpassen können, ne? Mach das schon wieder automatisch, das ist kein Rätsel. Morgen. Morgengrauen. Mhm. Okay. Die Nachricht muss doch irgendwann wahrscheinlich bekommen. Uns wird gerade gesagt, dass es morgens ist. Ja. Ich glaube, weil wir im Bunker sind, weißt du? Das könnte sein. Oder es ist eine Nachricht, die wir jetzt unserem Oberkommandeur mitteilen müssen, weißt du? Mhm. Morgengrauen. Boah, sieht cool aus. Was haben wir denn hier? So, ich guck mal ein bisschen aufs Clock, dass wir das nicht. Nee, das machen wir nicht. Ich habe mit ihm gesprochen. Aber ich weiß nicht, ob er mich verstanden hat. Jedes Mal, wenn ich mit dir rede. Ja. Morgengrauen? Siehst du, Order Morgengrauen. Mm. Das heißt wieder irgendwie. Ja, ist ein Code, ne? Das war das. Okay. Okay. Recht sensibel die Steuerung, aber ist okay. Ja, merkt man. Aber es sieht toll aus hier gerade. Das sieht ganz nice aus, das finde ich auch.
Wow. Die blaue Taube. Wow. Du bist das letzte Mitglied der blauen Taube. Okay, mhm. Das ist so ein bisschen unser... Die Gang Gang. Das heißt, alle anderen sind tot. Das ist ein Kunstverein, meine Liebe. Entschuldigung. Sag ich doch. Gang Gang. So. Etwas repariert. Also ich bin der Einzige, der hier... Und ich bin der Einzige und ich habe keine Ahnung. Zu den Waffen! Zu den Waffen? Der Leutnant hat den Sturm befohlen. Mit der gesamten Kompanie. Los, bereit werden! Ja. Uiuiui. Ui, ui. Können natürlich auch alles Stimmen sein, die wir uns wieder einbilden, ne? Bitte? Diese Stimmen könnten wir uns natürlich auch wieder klassischerweise ja, einbilden. Nicht, ne? Ja, ja. Boah. 98. Geladen und entsichert. Aha, also ready to go. Da aber sowas von. Oh no, du kannst schießen. Oh. Oh. So, ja. Bewegen. Alarm. Okay, gut, mit X kannst du die wieder wegmachen, die Waffe. Ja, aber du weißt ja nicht, was ihr begegnet. Ja, stimmt. Taste. Ich kann auch rennen. Linker Trigger gedrückt. Ja. Es wirkt ein bisschen. Das ist in seinem Kopf 100 Pro. Ja, ne? Ja, zur Front. Zur Front nach Hause? Berliner Straße. Ja, ja, geh da mal durch. Gesperrt zur Krater. Ja, okay. Eieieiei. Okay. Tja, bleibt dir nichts anderes übrig. Okay, jetzt würde ich sie vielleicht doch rausnehmen, die Waffe. Griffel, ey. Bist du nicht irgendwie... Feuerwerk, ne? Also, bist du nicht lieber die Waffe in der Hand, oder... Oder... Das ist alles im Kopf, logischerweise. Oh, ich mag die Synchro. Da ist ja nichts. Ja, ja. Noch nicht. Oh. Oder Oma eine. Fallen. Selbstmord? Stiege? Okay. Du hast da oben jemanden? Na gut. Was meinst du? Colin, du musst mich schon hören. Da war ja. Jemand, ja. Da oben? Ja, aber jetzt nicht mehr. Also, okay, es ist doch nicht nur im Kopf. Ja, vielleicht ja doch. Kopf runter. Kannst du dich bücken? Ui, da, siehst du? Ja, das sind ja mal die Guten. Also meine. Ja, woran erkennst du es? Da wollen sie nicht auf mich schießen. Vielleicht sehen sie die nicht. Eieieiei. Schon stressig, ne? Oh ja, probier mal. Weißt du? Ja, mach mal. Ah, schade. Okay. Und da geht's nicht weiter, ne? Achtung, Feinfeuer. Ist aber nett, dass da nochmal so gewarnt wird. Mhm. Das erinnert mich bis jetzt sehr an das Spiel 1916. Das spielt auch nur in diesen Gräben. Das Spiel 1916? Ja. Okay, das kenne ich gar nicht. Ist auch ein relativ kurzes. Habe ich damals let's played. Vor allem auf diesem YouTube-Kanal, weißt du? Als ich auch Slender gespielt habe. Ja. Ui. Kann ich looten? Nein. Ich weiß gar nicht, ob ich mich ducken muss, aber... Ja, wahrscheinlich. Ja, jetzt noch da. Ja. Jetzt
Eieieiei. Game over. Ja, krass. Beende den Prolog. Oh. Oh, fuck. Oh. Boah, das ist auf jeden Fall heavy, oder? Ey, das Spiel. Ja, also der Einstieg war jetzt schon ein bisschen. Man denkt, es ist ein Traum, weil es so inszeniert ist, so sparsam, ne? Und dieser komische Marschmusik und so. Egal. Aber das war ja nur der Prolog für die Steuerung. Bär? Was kommt da? Bär? Oh nee. Ach du Scheiße. Boah. Finde ich krass. Ach du Scheiße, ist das der Ladescreen? Mhm. Oh mein Gott. Okay, ich verstehe, wo das Spiel langsam so, wie das so läuft. Ja? Kapitel 1, Verzweiflung. Okay. Ja, so auf jeden Fall scheint so ein Feelgood-Spiel zu sein. Ja. Schön. Freut mich, dass wir immer so eine Quality Time zusammen haben. Pfad der Verzweiflung, gibt's verschiedene? Ich glaube, du kannst verschiedene haben. Kannst du dich bewegen? Mhm. Ich möchte den jetzt gucken, ich möchte den Arm sehen. Ja. Du Scheiße. Was ist meine Waffe? Ne? Ach. Sieht aber richtig toll aus bis jetzt. Krass. Lieb ja, ich. Es sieht ganz gut aus. Das nämlich. Also richtig. Da muss ich noch ein bisschen gucken. Ja, ich finde es schon sehr schön. Was war das? Atmet. Ja, aber. Wenn du das anklickst, oder was? Ja. Okay. Weiß nicht, vielleicht kriegt er da irgendwelche Flashbacks. Dolch. Das Tearing, die sind in der Mitte, ne? Das ist ein bisschen Tier. Das ja, ja. Ha. Es tut mir leid, Paul. Ich... Und jetzt raus mit dir, du Dieb! Du bist nicht mein Sohn! Aha. Tolles Bild. Irgendwie ist das hier Papas Trophäenschrank oder was? Boah, jetzt wurde es, Alter, jetzt sehe ich das Tearing auch die ganze Zeit. Eieiei. Aber ich mag diese Lichteffekte und so, wie sie es einrichten und diese Welt gestalten, finde ich bis jetzt schon echt sweet. Kompaniefoto, das sind wir doch, oder? Mhm. Wahrscheinlich. Aber die ganzen Gesichter schön Ghostcam-mäßig geblurrt. Ich kann mir vorstellen, dass das echte Bilder sind. Ja. Aber ich glaube, das mit dem Blurren hat einen Gruselgrund. Ich schicke dir das Morse-Alphabet. Du kennst es ja aus der Schule. Es ist eine ganz eigene Sprache, die ich mittlerweile fließend spreche. Zum Glück ist mein Telegrafenunterstand sicher gelegen. Er hat mir schon zweimal das Leben gerettet. Ich bin bald im Urlaub in der Heimat. Sehe ich dich diesmal? Oder wieder nur die Mutter? Bitte gib gut auf sie Acht. Dein Bruder. Der spricht hier zu langsam, ne? Ist ein bisschen langsam. Kurz so gedacht, so anderthalbfache Geschwindigkeit, wo ist der Schall? So WhatsApp-Sprachnachricht. Ja, ja. Okay, also das ist das. Zukünftigen Helden. Es hieß, er könne mit verbundenen Augen fliegen. Okay, vielleicht
Manfred von Richthofen ist das. Mhm. Auch bekannt als Roter Baron. Interessant. Also das ist vielleicht sogar ein echtes historisches Bild. Ja, okay. Ich glaube, der größte, ein sehr populärer Weltkriegsflieger aus dem Ersten Weltkrieg. Ne? Ist ja wild, dass sie das da so hinbauen. Schon cool. Und Paul ist sowas wie unser Ziehvater, habe ich gerade so gesagt. Da bin ich nicht sicher. Also war dein Bruder. Oder ist es ja gerade. Ja, aber bei Paul war, als Paul gesprochen hat, hieß es, du bist nicht mein Sohn oder so. Deswegen bin ich gerade sehr. War das Paul? Ne, der Vater hatte das gesagt. Aber hieß er nicht Paul? Ich glaube, Paul, der verzweifelt gesprochen hat, hieß Paul. Also er hier. Wenn so. Er das war. Ich jeden Tag schlechter. Ui. Bitte, Mutter der Barmherzigkeit, hilf mir. Ich will keine Spritzen mehr. Sein Vater, seine Ordensritter, sein Gift. Er sagt, ich bin verrückt. Er sagt, der Kuckuck sei mein Sohn. Aber ich weiß, was ich weiß. Sie haben mir alles genommen. Meine Kinder, meine Sprache, sogar meinen Namen. Er hat meine Bibel ins Feuer geworfen und deine Statuen zerschlagen. Aber dich können sie mir nicht wegnehmen, Mutter der Barmherzigkeit, Mutter der Schmerzen. Okay, also irgendwie meinst du, es ist verschiedene Kinder, die im Krieg verschlissen wurden. Vater will sie hinschicken und ist stolz. Mama sagt, was für einen Quatsch. Ja. So und sowas, so ein. Und sie wird wahnsinnig, Vater ist stolz und. Ja, gut, werden wir sehen. Das ist ein Riesenhaus auch. Ja, das ist gerade. Oder Hotel oder was? Ich hab leider keine. Keine, nee, ah, du kannst mal in die Einstellungen kurz gucken wegen den Tearing. Ja, kurz gucken, ob ich das benutzen kann oder so. Was meinst du, ich sollte einmal im. Einstellung? V-Sync vielleicht mal. Können wir mal probieren. Okay. Na gut, ist jetzt schwer zu sagen, ne? Aber sieht besser aus, ne? Ja. Cool. Und es ist auch anscheinend technisch kein Problem für uns. Cool. Okay, also nochmal fürs Protokoll. Wir sind da hergekommen. Ich renne mal einmal. Da sind wir raus, ne? Das Grenne. Wie so eine Ente. Da hinten ging es auf jeden Fall noch weiter. Hier ist alles zu. Was ist denn das wieder für ein Riesenhaus? Hä? Ich bin auch komplett verwirrt. Ah, schau mal. Ein Zahnrad. Da machst du bestimmt irgendwo die Zufuhr wieder an. Mhm. Und ein Zettel. Achso, Herr Generaldirektor von Schmidt. Die Arbeiten werden bis Ende der Woche abgeschlossen sein und intern verrechnet. Grubert, der stellvertretende Direktor. Farbenfabrik Karl von Schmidt und Co. Berlin. Aha. Ja gut, er ist ja irgendwas war ja mit Künstlergeschichte, ne? Hat man ja. Aufzurufen. Nichts geschieht. Aha. Interessant. Okay, Questbeleihen bekommen. So, sind das die Türen, die wir von der anderen Seite aufmachen konnten? Ich will hier gerade auf einmal. Ja, ja. Oje, okay. Hast du gesehen? Ja. Pass auf. Ob wir schon alles gesehen haben? Ja. Ich finde die Soundkulisse so gut, die Schritte hören sich so realistisch an. Ja, mir hört sich fast ein bisschen zu spitz an. Aber ich mag das. Der geht mit seinen Lederstiefeln, schlabbelt der ja, rum jetzt. Ja, aber als ob der Boden darunter sehr massiv wäre, finde ich. Teilweise ist mir das nicht hohl genug. Aber ich will jetzt ja auch nicht. Oh, was haben wir da, ein schönes Bild? Und Papa? Hast gar kein Bild. Das sah so aus ein bisschen, ne? Wie so ich weiß, was du meinst, ja. So. Das war bestimmt die geschlossene Tür, ne? Ja. Okay. Genau. Gut. Dann gehen wir nach unten, oder?
Jetzt aber, ja. Andere Richtung, oder was? Ne, ich mach mal den Rundlauf. Ah, okay. Also ich glaube, das war eben, da waren wir ja eben hier, ne? Okay, ja. Deswegen und... Wenn du das Gefühl hast, ich hätte irgendwas übersehen, aber nee, ich glaube nicht. Nee, hab ich nicht. Ich glaube, du hast alles. Ich kann irgendwie... Ist es ein Hotel, oder? Ja, das ist echt eine gute Frage. Oder ein sehr nobles... Haus. Es ist auf jeden Fall echt Hotel, so was so ein bisschen eine Architektur hat. Wie ein, ja. Ein bisschen Musik, komm. Cool. Das ist nicht deine Zeit. Paul, du bist zurück. Etwas ist auf dem Dachboden, etwas ruft. Versteh mich bitte. Ja, wir können ja nicht. Wir müssen erstmal den noch reparieren. Ja, warte kurz. Paul ist so grausam geworden wie sein Vater. Ich darf nicht vom Kriege sprechen. Nicht von meinen verlorenen Söhnen. Ich darf nicht in ihre Zimmer. Die Zimmer meiner eigenen Söhne. Ich darf gar nicht mehr sein. Wenn ich nur auch schon tot wäre. Meinst du, der, also der Karl ist ja, der den Brief geschrieben hat, ne? Der Morsebruder. An den Paul. Ich an den Paul. Verwirrt, ja. Ich glaube, ich bin vielleicht Paul. Ja, so war ich, das oder ich jetzt bin Karl, der aus dem Zug, also wissen wir ja nicht. Aber ich glaube, Paul, genau. Heißt doch Paul, du bist zurückgekehrt. Genau. Und er sei, und genau, er macht ab und zu mal Urlaub und so. Ja. Aber ist das unsere Mutter dann? Das würde ich jetzt mal so tippen, ja. Für den Moment. Ja. Guck mal. Mechanischer Vogel. Cool. Mona Lisa von damals. Marta Dolorosa, ein seltsames Bild. Du hast Mutter nie so gesehen wie er. Ah, und der Karl ist Künstler. Und der hat die gemalt. Und Heilige, oder was? Und er glaubt, dass sie so aussieht. Wahrscheinlich seine Frau. Okay, das ist was. Marsch zu Ehren unseres großen Generals Lothar von Schmidt. Oh, haben wir sogar eingepackt. Mhm. Nicht. Ein bisschen... Meine liebe Mutter... Naja, Johannes. Wenn ich die Kanonen donnern höre, dann bin ich Papa nicht mehr bös. Dann mache ich mir Sorgen um euch alle. Meldet sich der Paul bei dir? Der Paul. Mir schrieb er kein einziges Mal zurück. Oder ist das der Bruder, der Johannes auch mir geschrieben hat? Das weiß ich gar nicht mehr. Hieß der Johannes? Ich glaube, es ist jetzt der dritte Name, oder nicht? Ja, ich hätte jetzt nämlich auch... pass mal auf. Ich will einmal kurz gucken. Wir haben doch bestimmt hier einen Lock. Mhm. Dass man nach zwei Briefen schon nicht mehr weiß. Finde heraus, wer mit dir im Haus ist. Das finde ich aber schon ein gutes Missionsziel, weil ja, es direkt so einen gewissen... Ja, na toll, ja. Vorher haben wir noch keine richtigen Dokumente. Mein Papagei, der frisst keine harten Eier. Kannst du es nicht aufmachen? Ne. Okay. Also... Ja, dieser scheiß Stuhl da auch, ne? Diese ja. Ziehen? Ja. Doch. Okay. Aber das ist doch hier Mutters. Ja, wirkt so. Mit klein, ein bisschen kleinen Klosterfrau, Frau Melissengeist, die schon Sonntag machen. Französisch. Ah. Carte aus Sainte-Balbine. Mein Schwesterchen, wie geht es dir denn? Wir waren in Berlin, um dich zu besuchen, aber das Hausmädchen hat uns abgewiesen. Ein alter Mann hat auf Deutsch herumgeschrien, aber ich konnte nicht verstehen, was er sagt. Waren wir denn am falschen Haus? Warum meldest du dich nicht mehr? Hast du die Spieluhr bekommen? Ich weiß noch, wie wir auf dem Platz vor der Kirche immer gesungen und die goldenen Vögelchen bewundert haben im Café von Maman und Papa. Ich muss den Akzent natürlich noch. Wenn es zu schlimm ist, komm doch bitte nach Hause zu uns. Wie geht es denn den Kindern? Bitte melde dich. St. Balbin, den 3. Mai 1908, Chili. So, okay. Schwester, alt, aha. Ich habe letztens Ede gestanden, dass ich in seinen Molten Manor Charakter, den Franzosen, dass ich da ein bisschen früher verliebt war. Ach, in den, was? Also, in jeden verliebt? Ich hab, nein. Ja, okay, sorry. Bin ich nicht. Colin, es gibt Ausnahmen. Es gibt, ja. Naja, gut, damit muss man klarkommen. Nee, das hat mich gekriegt. Aber dann habe ich Ede kennengelernt, dann war es weg. Sehr gut. So, also das Vögelchen ist immer noch schön am Singen. Wir müssen irgendwie hoch und wir haben dieses Zahnrad halt noch, ja, ne?
Ja, man könnte denken... Du musst das halt irgendwo anbringen und dann schrauben und dann, okay. Das ist nur so dunkel, dass... Okay, pass mal, einen letzten kleinen... Ach nee, warte mal, hier ist das Schwimmrad. Ach, das ist ein Fenster. Mhm. Das sah so gewölbt aus durch diesen... Ah ja, okay. Nö, Mutters Nähzimmer. Oder vielleicht ist auch nicht Mutter, vielleicht ist das ja... Doch. Meinst du, Mutter ist also halb Französin, da kommt wahrscheinlich noch so ein... Und das ist die Schwester. Da kommt dann noch so ein... Wer hat wem... Ja. Ja, hat ja, der stolze Vater dann Deutschen, Franzosen. Und der hasst diese Schwester und so und will die nicht bei sich haben, diese ganze Familie. Ja. Ich freue mich, dass ihr wenigstens die Kälte überstanden habt. Aber ich weiß ja, wie ihr weiter hungert in der Heimat. Es wäre doch das Beste, sich geschlagen zu geben. Aber davon wird der Vater sicher nichts hören. Er glaubt bestimmt, dass der Krieg ihm Ruhm und Ehre einfährt wie dem Großvater. Ruhm und Ehre sind schon im ersten Kriegswinter gestorben. Mit welcher Lust wir in den Krieg gezogen sind. Wie dumm wir waren. Trotzdem werde ich dem Vater schreiben. Ich mache mir Sorgen um Paul. Johannes. 15. April 1917. Diese Pronomenscheiße, dieses dem Vater und so. Ich hasse das ja. Das ist eigentlich sehr süddeutsch, der Paul. Ja, das ist, glaube ich, aus der Zeit, wenn ihr noch den Vater sitzen. Aus der Zeit, ja. Liebe Mutter, wie geht es euch? Ein Päckchen Salz. Boah, reich. Können wir wahrscheinlich irgendwie Geister von der Verfolgung links unten arbeiten. Ist was? Ja. Wer malt denn sowas? Was ist das? Das sieht aus wie dieser... Hä? Ich erkenne gar nichts. Nackte Frau? Nee. Ich ein Fisch? Also irgendwas Eigentümliches auf jeden Fall. Bin froh, dass man ja aber nicht mit allem interagieren kann. Weil das ist ein bisschen, könnte ein bisschen großzügiger sein da für mich. Brief von Frau Bräugel. Berlin, 20. Dezember 1918. Liebe Frau von Schmidt, da ist mir immer so lieb etwas extra zugesteckt haben, bringe ich Ihnen ein paar Kartoffeln. Wir haben alle nicht viel, aber ich weiß, dass Sie es doppelt schwer haben. Bitte passen Sie auf sich auf. Vielleicht kann ich wieder für Sie arbeiten kommen, wenn der Winter vorüber ist. In Freundschaft, Ursula Bräugel. Das war perfekt vorgelesen. Ja, ich weiß gar nicht, warum ich auf sowas leicht Hexiges... Nee, aber kann ich mir vorstellen. Ja, ne? Ja. Das hatten wir ja schon. So, dann gehen wir nochmal einmal nach links. Hm? Da ist auch dieses Schattending hingegangen. Ui. Hm? Das war das Autoset. Hat sich ins Musikzimmer eingeschlossen. Okay. Das wirst du nicht zulassen. In der dunkelsten Stunde rettet mich nur noch die Musik. Gibt es überhaupt ein Herz, das sich nicht durch sie erweichen lässt? Nur wenn Karl wieder dieses schreckliche Orchester und die Musik seines Vaters spielt, dann wird mir übel. Dann stürzt alles auf mich ein. Dann will ich nur noch sterben. Aber ich weiß, wo er den Schlüssel aufbewahrt. Dann sag. Okay, jetzt grenzt an die Dokumente wahrscheinlich erst an. Für ein Puzzle relevant sind. Okay. Okay. Naja, gut, also wir haben ja die Orchestrion-Rolle, sag ich jetzt mal, ne? Dokumente. Ja. Okay. Na okay. Gespeichert wird. Na gut, da haben wir schon mal reichlich. Mhm. Das ist offenbar das Item, das sich abnutzen lässt. Okay. Brief zum Orchestrion. Soll Ihnen, Herr General, und Ihrer Familie dieses Orchestrion unter Marsch, den wir Ihnen übersenden, das Schlachtgetümmel ins Hause bringen und Sie stets an Ihre zahlreiche Siege, die unsere deutschen Vorväter erinnern. Das Orchestrion ist das Maschinengewehr und den Musikinstrumenten, denn es löst alle Probleme mit einem Schlag. Ihre Brüder vom Ritterlichen Orden des Roten Adlers. Ach Gott, das ist wieder so eine Männertruppe von... Ja, ja. Das ist so eine Sekte. So eine Studentensekte.
Reparaturorchestrion, Herr Generaldirektor, jemand scheint sich mit Ihrem Orchestrion einen Spaß erlaubt zu haben. Es wurden verschiedene Teile mutwillig ausgebaut. Die Walze habe ich gefunden und eingebaut. Von dem entwendeten Zahnrad fehlt allerdings jede Spur. Ich verdächtige Ihre Frau, diese entwendet zu haben. Auch Ihre Notenrolle, von der Sie sprachen, fehlt. Den Schlüssel habe ich Ihnen wieder zurück in das Kästchen in der Eingangshalle gelegt. Wir setzen nun die Installation des Lifts fort. Hochachtungsvoll, Klaus Walters. Gut. Okay. Dann haben das wir doch alles, was wir wissen müssen. Wo ist der Schlüssel? Eingang. Ist das das Orchestrion? Ja, ne? Mhm. Gut, dann werden wir für das Orchestrion natürlich den Schlüssel brauchen. Mhm. Eingangshalle ist bestimmt da hinten. Wenn das deren Zuhause ist. Die Musik gerade aufgehört? Ja, weil wir uns entfernt haben. Uiuiuiui. Weißt du, früher, das ist so typisch früher. Du hast ein Grundstück von 30 Millionen Hektar, aber keine Kartoffeln zum Essen. Ja, ja. Du hast daran, haben sie nicht gedacht. In schlechten Zeiten. Ja. Ja, ja. Wie dumm. Damals konntest du dir irgendwie für 3 D-Mark noch so ein Haus kaufen. Eine Million. Für 10 Millionen. Ach komm. Okay, es ist mir ein bisschen die Architektur. Riesig, ne? Ja, warte mal. Die Frage ist. Lass das einfach zum Eingangsbereich und das ist bestimmt dieses. Nee, okay. Also das ist der, also nochmal, also da sind wir hergekommen, das ist ein Kästchen. Ja. Da waren wir schon überall, da war das Musikzimmer. Ja. Ich will noch einmal hier abschließen. Ja, verstehe ich. Das ist aber ein wirklich sehr eigentümlich geschnittenes Haus. Ja. Hey, nicht schubsen. Wenn du so eine lahme Schnecke bist, du hältst die Räuberleiter nie richtig. Ich hab euch gesagt, ihr sollt nicht immer durchs Fenster reinsteigen. Aber ihr habt ja nicht. Ja, aufgemacht. Ich hab extra geklopft. Und du bist nicht gekommen. Ach, ihr. Dann kommt jetzt rein. Und nicht so laut. Der Großvater schläft. Okay. Okay, also ein generationübergreifendes Haus. Das ist immer so groß. Und Kriegsveteran, super Papa. Oh mein Gott! Das Ach ist doch mal. Scheiße! Resident Evil. Na, hier wird doch jetzt. Ja. Hey du, du. Du. Ja, du. Und du. Und du auch. Und du auch. Ja, du. Muss ich schon ablesen, ist peinlich. Danke. 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 Dankeschön. Vielen Dank. Gracias. Wir alle von den Rocket Beans wollten uns bei dir bedanken. Denn dank deiner Unterstützung können wir das machen, was uns wirklich Spaß macht. Und das ist, dir Spaß zu machen. Ja, recht herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Wirklich, danke. Merci. Spasiba. Arigato. Efratistopoli. Was willst du, dass ich sage? Vielen Dank. Auch von uns. Und von uns. Uns. Und von uns. Vielen herzlichen Dank. Danke, Mann. Danke. Vielen Dank, dass du. Du. Ja, du. Im RBSC bist. Vielen Dank, dass du im RBSC bist. Kann man ja ruhig mal sagen, ne? Gehört sich so. Danke. Fanpost. Mein Herz, Ach, die Bräugel. Oh, beide tot. Die Bräugel schon wieder. Oh, ja, ja. Die Hexe. Also gibt's doch einen dritten im Bunde? Ja, meine ich, ne? Kaiserie von alle kamen. Mhm. Ach Gott, Himmels Willen. Ich finde den Vater jetzt schon so nervig, ne? Ja, alle. Der ganze Pack. Also nicht. Gut, die Mutter sind wir. Ein Bild von deinem Bruder und dir. Dein Blick fährt auf den Nachruf daneben. Du hast gekämpft und sie haben dich einfach aufgegeben. Weil die gedacht haben, der ist auch tot, glaube ich, oder was? Erschüttert bringen wir die Nachricht, dass die Söhne unseres Generaldirektors und Enkel des großen Generals Lothar von Schmidt, aha, Paul von Schmidt, geboren am 5.1899 und Johannes von Schmidt, geboren am 3.10.1893, den Heldentod gefunden haben. Wir bitten um stille Anteilnahme. Boah. Berlin, 12. Oktober 1917.
Farbenfabriken Kalf und Schmidt und Co. Boah, ist Karl der Großvater oder der Vater? Der Vater. Das ist aber auch ein Pack. Und der eifert seinem Vater nach. Um Himmels Willen, ey. Oh, nice, du konntest die mitnehmen. Nehme ich auch mit, die sind beide mit. Ja. Braucht ja keine mehr. Ja. Scheiße, aber wer sind dann wir? Ich dachte, ja, wir sind Paul. Aber da haben die nicht gerade gesagt, die sind tot? Ja, und da geht's los mit dem Mysterium. Aha. Das ist, das sagt ja auch gerade, indem du und dein Bruder, ja, weißt du? Ja. Das war vorhin klar irgendwie formuliert. Das ist ein Bild, ja, von, ja, dir, ja, und deinem, ja, Bruder. Also deswegen, ja, ja. Das ist, glaube ich, jetzt schon so dieses, okay, what goes. Und irgendeiner hat gerade auch geschrieben, du bist zurückgekommen irgendwie mäßig. Ja. Okay. Und im Pullover, oh, das ist immer sehr dunkel, okay, hier, ja, ne? Ja, ich sehe auch wirklich nichts. Kannst du irgendeine, oh, Kerze, ja, in die Hand nehmen oder so? Ey, ja, man sieht wirklich, oder nichts. Oder können wir ein bisschen am Gamma schrauben oder vielleicht, so? Vielleicht, ja, schau mal. Ja. Ich probier's mal. Ich sehe, ja, ich habe gerade ernsthaft nicht so viel Unterschied gesehen. Also du willst ja wenigstens wissen, so ein bisschen genau, ob da... Ja, das ist eine Ecke, ne? Ja, also genau. Da, doch, jetzt schon deutlich besser geworden. Ja, das finde ich mir auch. Das hat man ja nicht mal gesehen. Ja, das war schon schwarz hier, ne? Ja. Ich gehe mal hinter die Treppe, das ist doch bestimmt die Bediensteten. Ja, ich nehme hier ein bisschen. Ah, okay. Mm. Okay, das ist also einmal der Rundlauf, ne? Mhm. Den wir hatten. Aber jetzt ist er ordentlich am... Katsche. Hallo, nimm sie doch. Nehmen B ist für mich auch keine natürliche Taste. Boah, aber wie krass der jetzt am Struggeln ist, ne? Wer? Ja, mit der Framerate. Dadurch, dass jetzt offensichtlich mehr ja, darstellen muss. Okay, also das ist einmal der... Boah. Ist mir ein bisschen zu viel gerade. Aha. Ja. Du meinst zu viel Architektur? Ja. Für den Anfang. Ja. So für Step by Step? Gerne. Ja. Aber wir haben gerade erst angefangen und man hat immer dieses, ich muss doch alles sehen erstmal. Ja, ich finde das auch. Ich weiß, was du meinst. Finde ich schon schlimm. B? Du willst sie nicht lesen. Ah. Zum Leute, die nehmen wir. Ich nehme auch einfach mal die Kerzen, ne? Klar. Die brauchen wir bestimmt noch. In der Eingangshalle, ja, liegt irgendwo der Schlüssel, ne? Das hat er gesagt zumindest. Ja, ja. Also wir können ja auch nochmal... Man freut sich auf jeden Fall über alle Türen, die zu sind. Das ist ein schönes Buch. Meinst du, das ist Großvater? Ja. Sieht so aus, ne? Ja. Ein senioriger, kaisertreuer Kriegstreiber. Notiz des Arztes. Patientin Magdalena von Schmidt. Zur Behandlung der ausgeprägten Hysterie-Melancholie ihrer Gattin ist jede emotionale Belastung zu vermeiden. Sie muss auslösende Faktoren meiden. Bis zur Verbesserung des Krankheitsbilds empfehle ich eine Injektion alle 2 Tage. Bei stärkeren melancholischen Phasen ist eine Injektion täglich zu empfehlen. Dr. Drisch, 11. Juni 1908. 1908, als es psychische Krankheiten noch nicht gab. Entschuldigung. Die Untertitel sind irritierend, noch, ne? Verzerrte Stimme schreit. Ja. So, ja, jetzt bist du auch nass. Nicht spritzen. Mama, der hat mich mit Wasser nass gemacht. Setzt euch mal zu mir ans Ufer. Und dann die Füße ins Wasser. So. Schön warm, oder? Warm und nass. Welches Meerwasser ist warm? Guck mal die Segelboote, wie schnell die sind. Die fahren bestimmt nach Amerika. Von Wannsee aus? So groß sind die Seen nicht. Na, vielleicht ja doch. Vielleicht finden sie ja einen Weg. Mhm. Über die Havel, zur Elbe, dann nach Hamburg, dem Tor zur Welt. Und dann ist alles möglich. Die Mutter ist damals schon verrückt gewesen mit ihren Träumen von Ausbruch und Freiheit. Karl, lass mich noch ein wenig. Hast, ja, du, kommt jetzt. Guck mal, das Setz Bild den links. Kindern nicht solche Spinnereien und Flausen in den Kopf. Guck mal, das Bild. Ja, das ist Vater. Das erinnert mich du aber auch. Du möchtest auch porträtiert werden, wie so ein Vogelmensch, ne? Er. Ah. Das Bild von sich zum ersten Mal gesehen hat, er hat nur geschwiegen. Ah, das wurde nicht von ihm gemacht. Nee.
Das war dieses heilige Nonne eben und der böse Vater, ne? Ja, ja. Was gibt's hier nochmal? Oh, im Mails Willen, ey. Naja, ich finde es auch ein bisschen peinlich, dass sie damals so von Hysterie oder Melancholie, diese Frau hatte wahrscheinlich schwere Depressionen und PTSD. Also ja, ja, aber. Irgendwelche Spritzen, ey. Da war man ja noch nicht mit allen. Das ist einfach nur 1908 gewesen. Ja, genau. Das ist so erschreckend, ne? Ja, deswegen einfach einen Schnaps trinken, dann wird sich beruhigen und Bettruhe. Bisschen so Krimustat C, ja. Vic Medi-Night. Sie wissen doch, die Frauen. Ja, ja, sie haben recht, Dr. Drisch. Ich empfehle Ihnen eine Kur auf dem Lande. Ey, diese Stimmlage ist krass. Die ist gut. Ja, ich kenne das immer noch von irgendwelchen Dokumentationen, die laufen, wo Leute mit verzerrter Stimme in irgendwelchen historischen. Ja. Ist mir leicht. Wir werden nicht. Niemals. Ja. Aber ein bisschen so eine Rede. Ja, ja, genau. Wo du denkst, meine Fresse, könnt ihr nur schreien. Was ist das? Adler, Taube, das ist bestimmt ein Rätsel. Wolf und Fisch. Mhm. In der Reihenfolge auf den Tisch. Achso, warte, wollen wir nochmal? Vielleicht ist ja auch oben der Schlüssel. Eingangshalle hier. Das ist ja noch für mich Teil der Eingangshalle. Ich bin froh über jeden Raum, der zu ist. Ich sag's dir. Ich habe auch gerade komplett Angst hier. Ui. Das sind die Spritzen. Das ist die Injektion, ja. Ach du Scheiße. Oh, gib mir gleich zwei. Quecksilber, 10 mm. Farbenfabriken Karl von Schmidt. Als ob die sich Quecksilber gespritzt hat? Vielleicht für die. Ja, das wäre natürlich. Oder sie wollte sich damit ein Ableben sichern. Oh, das ist, ich weiß nicht, benutzt man für künstlerisches? 25. Mai. Künstlerisch? Ich meine, das ist schon Selbstmord. Dass unsere beiden Söhne nun den Dienst für den Kaiser und das Volk angetreten haben, will Magdalena nicht hinnehmen. Kein Unsinn. Ich wollte Vater nie glauben, doch vielleicht hat er recht. Vielleicht ist ihr nicht zu helfen. Seit Vater vor 9 Jahren zu uns kam, ist sie völlig verändert. Ich habe ihr Quecksilber verabreicht. Boah. Nach kurzem Protest war sie okay. Still. Eieieieiei. Geben. Ich wusste gar nicht, dass das... Ja, ist das nicht einfach nur Gift? Da ist er. Ah, jawohl. Die Mucke ist geil. Die hat eher so ein bisschen 70s, ja. 70s Vibe. Ja. So einen leichten... Boah, dieser Karl, ey. Also ich mit meinem heutigen Wissensschatz würde sagen, ey, blass den in den Wind und lauf schreiend davon. Ja, ja. Boah, ey, ist das so doll laut. Aber die Zeiten waren natürlich andere. Ja, damals. Toll, der Ritterorden. Das gefällt mir. Boah, Mucke finde ich geil schon jetzt. Ja, so ein bisschen 30 Dezibel leiser, ja. Hast du es gerade leiser gemacht? Ja, ja. Mach nochmal bitte laut. Ja, jetzt wird's leiser, jetzt kann ich wieder laut machen. Das ist leiser geworden auch, ne? Ich dachte nämlich gerade, warum ist denn das... Ja. Im Moment, wo du drehst, wurde es bei mir auch leiser. Nee, aber weil die gerade leiser wurde. Ja, okay. Das war ein bisschen plötzlich, hätte ich gerne noch laut gehört. So. Ah gut, da musst du schon mal nichts machen. Na, guck mal. Die Notenrolle haben wir auch schon gefunden. Immer, oh scheiße, irgendwas fehlt. Ach so, erstmal alles einbauen, okay. Ui, da fehlt vielleicht noch was, oder? Ich hoffe nicht. Nee. Cool. Dann knips an den Bums. Ja, auf jeden Fall. Yes. Nice. Boah. Es kommt Mutter schreiend aus dem Zimmer. Ja. Die hasst das. Was ist das für ein krasser Musikmix gerade hier? Ja. Horror. Kannst du hier ausmachen? Gott sei Dank. Aber ich mach dir doch mal an, vielleicht komme ich dann zum Musikzimmer. Das war doch da eben, ne, links. Ja. Siehst du? Oh, ey, krass, ja. Sehr gut. Weißt du? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Es ist leider ein bisschen clumsy mit der Musikmischung gerade gewesen. Jetzt ist es plötzlich vorbei. Egal, ich lass mich nicht aus der Stimmung rausnehmen. Ja. Oh, oh. Das wäre so ein Psycho-Moment. Mhm. Die Oma im Keller. Oh. All diese Male hab ich gelernt.
Hand auf meine Schulter legen. Ja, Dupré hatte recht. Mit jeder Sitzung kommen wir unserem Ziel näher. Ich fühle es. Viele seltsame Zufälle ereignen sich. Das okay, ist ich verstehe. Zeichen. Ich habe wieder an der Puppe gearbeitet. Ich versuche, sie mit Leben zu füllen, damit Johannes sie annimmt und endlich zu mir zurückkehrt. Quecksilber scheint ein gutes Zeug zu sein. Ja. Oh, das tut mir so leid, weil es ist bestimmt einfach nur eine liebende Mutter, die halt einfach nur an sich selbst zerbricht, ey. Ansonsten hätte Prä und ich die Zeit für eine Begehung. Den Kuckuck wollte er nicht sehen. Er glaubt mir. Im Salon verspürte er eine eisige Kälte. Genau dort, wo der Tyrann gestorben war. Schon zu Lebzeiten hat er nur Unheil über uns gebracht. Ah, der Großvater, ne? Oder was? Mhm. Herr Dupré sagt, das Haus ziehe viele zornige Seelen an. Mit Talismanen, Geisterglocken und Klopfzeichen. Drei für die Dreifaltigkeit. Soll ich versuchen, ihnen Einhalt zu gebieten bis zur nächsten Sitzung? Die Engel werden mir beistehen. Ich will ihm glauben. Aber der schreckliche Kuckuck klopft auch und ruft und will fressen. Er bringt mich um den Verstand. Uiuiui. Okay. Alles ein bisschen bizarr. Ja, schön. Ich weiß gar nicht, ob die vergessen haben, die Musik einfach auszuschalten, ne? Hab ich mir auch gedacht. Weil spätestens als das Orchester da, ne? Ja. An war. Auch dieser komische Lautstärke-Switch. Marc, dreh das wieder runter, bitte. Schlägt Wurzeln. Das Geschenk aus St. Balbin. Ein Stück meiner Heimat. Mm. Zwischen den exotischen Pflanzen von Karls Vater. 1900. Was soll ich runterdrehen? Nicht du. Marc soll die Musik wieder runterdrehen. Mhm. Okay. Ja, okay. Familiengeschichte verstanden. Ja. Das ist kein Wachszylinder eingelegt. Ja, ist das unsere nächste Aufgabe? Achso, auf dem Tisch kannst du noch diese Glocke da Dingsel. Was? Pendel, ja, natürlich ein schönes Geister. Ja. Fahre ein in diesen Leib, der dir gegeben ist. Ja. Heil Satan. Aber wir sind ja auch wieder back, also irgendwie. Ja, ja. Meinst du, ich bin eine Puppe? Nee. Ich weiß auch nicht so ganz, warum wir leben und aber... Oh, Telefon. Was? Hat gerade geringt. Wo hast du ein Telefon irgendwo gesehen? Ja, ja. In irgendeinem Gang, nicht da? Geh mal einmal 180. Hier? Ja, wir müssen, glaube ich, selber. Ja, kommst näher? Links? Ja, es wird lauter. Ring nochmal. Ja. Ah, Eingangsgang. Ey, die Musik, die haben echt vergessen, die Musik abzuregeln. Das ist gar ein Typenbug. Es ist, glaube ich, passt gerade auch zur Stimmung ja irgendwann überhaupt nicht mehr, die immer. Aber gesehen haben wir das Telefon noch nicht. Nee. Aber das war gerade genau da, glaube ich, wo du in diesem Raum da, oder was? Hä? Diese Mucke, ey, oh Mann. Ja. Das ist natürlich doof. Wir könnten natürlich einmal, wenn es speichert, ins Menü und wieder rein. Theoretisch. Da wird sie bestimmt weg sein. Wir machen mal letzten Checkpoint haben, oder? Ja, mach mal. Ja. Weil ich fand's so cool, ich fand eben. Ja, aber es ist so viel, ne? Ja. Ja. Genau. Ich verstehe, was du meinst. Bitte nicht ganz von vorne jetzt, aber. Nee, das hat schon irgendwann gespeichert, das ist ja, klar. Ja, aber. Mehrmals. Ja, guck. Zum beim Telefon. Siehst du, es ist die Musik auch wieder. Bestimmt ist wieder da. Ja. Ich guck mal das Protokoll Unser mal an. Der Stammbaum schlägt Wurzeln. Das Geschenk aus St. Balbin. Ein Stück meiner Heimat. Zwischen den exotischen Pflanzen von Karl. Die Mucke. Hä? Ich bin auch sehr verwirrt. Ah ne, da wollten wir ja hin. Ich komme. Ja? Bitte? Wo? War auch nur Einbildung. Okay, was ist denn gerade unser... Oh, da ist was unter der Tür durchge... Wer ist denn ein Telefon? Ja.
Der Brief des Spiritisten. Sehr geehrte Magdalena von Schmidt, aufgrund der Androhung Ihres Mannes von körperlicher Gewalt gegen meine Person und der unbehaglichen Zahlungen sehe ich mich, unbeglichenen Zahlungen sehe ich mich leider außerstande, Sie heute in Person bei Ihrer persönlichen spirituellen Besitzung anzuleiten. Da ich aber weiß, wie sehr Sie die Hilfe der Engelskräfte in diesen dunklen Stunden benötige, schicke ich Ihnen einen Wachszylinder mit meiner Anleitung und meiner Aufrufung der Angeloi. Weiterhin übersende ich Ihnen diese silbernen Kerzenhalter, das geweihte Pendulum, das empfindlich auf die spirituellen Schwingungen reagiert. Insbesondere böser Natur habe ich Ihnen ja beim letzten Male überlassen. Ich habe mir erlaubt, die Kosten hierfür der letzten unbeglichenen Zahlung beizufügen. Im Geiste bei Ihnen, Anne Dupré. Mhm. Das ist ein Lump. Ja, den nehmen wir doch erstmal direkt, ne? Ja. Und den Kerzen. Fünf Kerzenhalter aus Blei. Danke. Ja, haben wir. Wir haben noch fünf Kerzen gesammelt, hoffe ich. Bestimmt. Also vier haben wir. Ja, vier? Ja? Oh, Ball. Geil, dann würde ich sagen, machen wir jetzt eine kleine Spiritisten. Ja, let's go. Spiritus-Sitzung. Bist du so? Du bist gar, bist gar nicht so spirituell. Überhaupt ne? nicht. Fünf Kerzen. Nice, sehr, sehr stark. Also, ich liebe das. Warte, als du kannst mit dem Ball interagieren. Bitte was? Du kannst mit dem Ball interagieren. Welchen Ball? Hä, da ist gerade ein Ball die Treppe runtergerollt, Colin. Da. What the fuck? Das ist mein Ball. Merk dir das mal. Ich will doch nur kurz mal mit dem spielen. Nimm doch deinen eigenen. Der ist aber gar nicht rot. Du kleiner Trotzkopf. Na gut, aber du bringst ihn mir wieder. Versprochen? Oh, fein. Versprochen. Okay, da habe ich nicht gesehen, dass er was runterrollte. Ja. War so von dem Overlay ist der Text nach. Das stimmt aber auch, ja. Auf zur was wolltest du zur Spiritualität sagen? Ich wollte zur spirituellen Sitzung eilen. Eilen. Warte mal. Doch, die war in dem Raum da. Ja, da doch, links. Doch, ne? Links, ist wieder ja. zu, die Tür, oder was? Ja, mach mal einfach. Ja. Kannst du wieder aufmachen, oder was? Ja, alles klar. So, wir stellen die Kerzen hier. Ne? Ich glaube erstmal den Wachsdings da rein. Ja, jetzt kommt die Anleitung nämlich, ne? Ja. Stellen Sie sämtliche. Ja, okay. Kann ich, ist ja doch eben automatisch so. Oh Gott. Jetzt. So, pass auf. Sehr geehrte Frau von Schmidt, bitte befolgen Sie meine Worte genauestens, damit die spiritistische Sitzung auch ohne mein Beisein zum Erfolge führt. Aber das konnte er aufnehmen, oder was? Unterbrechen Sie die Aufzeichnung meiner Stimme auf dem Wachszylinder, bis Sie den von mir beschriebenen Schritt korrekt ausgeführt haben. Okay, cool. Macht doch bestimmt von allein. Eine gute Anleitung. Ja. Ich habe sie natürlich in Weihwasser gebadet. Top. Warte. Ja, stopp. Du musst doch das erstmal machen. Naja, aber ich wollte stopp von alleine. Stopp von alleine. Ja. Das ist schön, dass er einen automatischen Wiederholungsmodus hat. Ah, da guck mal. Ja. Zack. Sehr gut. Schön, dass wir so fleißig diese Dinger gesammelt haben. Aber auf jeden Fall. Gut, dass es dir aufgefallen ist. Sonst würde ich jetzt nämlich das ganze Haus absuchen. So. Alles klar. Okay. Dupré. Lass mich raten, suchen Sie geeignete Kerzen. Sie haben die Kerzen und die Streichhölzer. Ja. Sehr gut. Stellen Sie nun die Kerzen auf die Kerzen. Ob er was anderes sagt, wenn man die noch nicht hat? Ich habe Angst, dass wir nicht genügend Streichhölzer haben. Ne? Ja, habe ich auch gerade überlegt, aber als ob da nur so ein Streichholz pro Schachtel drin ist, das ist ja Quatsch. Okay, next. Darf ich direkt weitermachen oder muss ich erst nochmal? Ich glaube, du musst erst nochmal. Sie haben Salz für den nächsten Schritt. Oh, ja. Salz, ja. Gut. Das geweihte Pendulum wird Ihnen nun zeigen, in welcher Reihenfolge die Linien des Drohnenflugs zwischen den Kerzen mit dem Salz zu ziehen sind. Geil. Verwenden Sie das Pendulum und zeichnen Sie dann die Linien mit Salz. Dann fahren wir. Von dem zu dem. Ah, Flock. Cool. Ja. Ach, spirituelle Schwingungen. Ich glaube, da kannst du ja nur dieses eine Ding. Ja. Von dem zum anderen wird das bestimmt. Ah. Okay. Ja, du siehst wohin? Ne. Du? Ja, zu dem. Ach, da hinten. Ja. Ja. So. Jetzt. Nein. Okay.
Naja, wird ein schönes Pentagramm natürlich, ist klar. Ist klar. Das hat er bestimmt, hat er einmal aufgenommen und sagt nur sehr geehrte Herr oder Frau am Anfang und jetzt wird er reich damit. Fass ich nicht, ey. Damit dafür wieder eine Rechnung stellen. Bin ich ja jetzt schon sauer. Na komm. Ich dachte, Salz hält die aber ab. Lass mich raten. Jetzt habe ich ein Gefühl. Ja, ja, muss ja. Danke, dass ich nicht nochmal. Nice. Ich habe Angst vor der Puppe. Ja. Das Einzige, was mich entspannt, ist diese schöne die Mucke. Mucke, ja. Okay, jetzt stellt sich heraus, ob wir genug haben. Ja! Okay. Und jetzt muss ich aber erst. Der muss erst. Erstmal mit den Kollegen nochmal. Jetzt befehle ich den Geistern. Das Gewehr oder was? Ja. Ach, Ball. Welchen roten Ball? Sie haben den Ball, der Ihrem Sohn gehört hat. Nehmen Sie nun am Tische Platz. Oh nein. Geil. Oh nein. Nimm mal den Platz hier über der Puppe, ne? Och, nicht geil. Geil. Jetzt hört die Musik auf. Ich wiederhole. Nehmen Sie den Ball und legen Sie ihn vorsichtig in die Mitte des Zeichens. Hä, aber du sitzt ja. Ah. Okay. Das sah auch so böse aus, sieht das Gesicht, ne? Rufen wir die Angeloi an. Wisstet, dass der Okkultist Dupré, dessen Stimme ihr vernehmt, der die Chroniken von Akasha studiert hat, euer Gewahrt ist. Ja, ich höre euch. Oh, Angeloi und Geister des Willens, ihr Diener des Herrn. Die Weisheit des alten Mondes ist mit euch. Schafft mit mir eine Astralbrücke, losgelöst von den Fesseln von Ort und Zeit. Ich bin nun bei Ihnen, Magdalena. Gott, oh Gott. Es irren Schatten durch dieses Haus. Geisterwesenheiten und Dämonen vergiften die Seelen derer, die sich ihrer nicht erwehren. Findet unter ihnen die Seele des Kindes. Findet sie und geleitet sie zur Mutter. Führt sie durch das Licht zu uns in den Kreis. Es ist hier. Das Kind ist hier. Deine Mutter sitzt am Tisch in deinem Zuhause. Geh zu ihr. Verstehst du uns? Muss bestimmt du machen. Geh zu ihr und gib ihr ein Zeichen. Oi, 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 oi. Machst du das? Bin ich jetzt die Mutter? Nee, du bist, glaube ich, der Sohn, den sie ruft. Schließen Sie die Augen. Geben Sie der Seele Raum. Schatten. Bro, what? Sie sehen Ihren Schatten. Lassen Sie sich nicht von ihm verführen. Glauben Sie an das Licht der Mutter der Barmherzigkeit. Oh.
keinen Fall rote Kerzen verwenden. Hören Sie, Frau von Schmidt, niemals rot. Hätte er das nicht vorher sagen können? Rot ist das. Wer im Hass betet, rot werden. Doch nicht vom Licht. Okay. Ich bin verwirrt und überfordert. Komm. Ich will ad infinitum. Infinitum. Ich möchte mal wissen, was das heißt. So, bis. Oh oh. Ach du Scheiße. Wir sind ungefähr bei einer Stunde jetzt. Unendlichkeit. Bis zur. Und noch viel weiter? Viel weiter, genau. So Unendlichkeit, ja. War doch immer hier, oder? Mhm. Ja. Ja. Oh, diesmal vielleicht wirklich klingeln und nicht nur Post. Hm. Nee, aber wo ist denn das scheiß Geklingel dann? Das ist sehr gut, wenn du es besser orten kannst. Nee, nee, ich bin auch. Na gut, es kann sein, dass wir jetzt. Es klingelt jetzt woanders. Das ist einfach nur geradeaus, gerade. Ja. Nee, jetzt wieder weiter weg. Ne? Ja. Wer ist es oben? Hm, meinst du? Nee, ist noch leiser, ne? Ja, ja, ja. Ja. Oh, das ist auch Blut jetzt. Aber die Blutspur. Ist die von uns? Ja, das weiß ich nicht. Sie ist ja eben aus dem Zimmer raus. Ja. Jetzt soll ich mir einfach mal der Blutspur folgen. Aber hier ist echt, hier ist super laut. In diesem Musikzimmer da wieder? Das ist doch hier, oder nicht? Warte mal, ach. Was du denn als Großvater hast? Doch, du bist jetzt sicher jahrelang, hat er bei seinem Koffer in den Keller gestanden. Also. Das war wirklich sehr schwer zu orten. Von uns ist, ne? Ja, ja, ja. Aber. Ja, würde ich auch sagen. Ich weiß, ob es lauter wird, wenn wir jetzt rausgehen. Geil, hast du gegenüber schon versucht? Nein, okay, nee. Nee, nee, es ist tatsächlich. Es ist wirklich hier. Ja. Ob es jetzt hier rechts vielleicht wäre? Nee. Für mich ist das jetzt auf beiden gleichzeitig. Ja, aber es ist. Es könnte ein bisschen höher frequent. Ist das dumm? Naja, ist rechts. Oder war da oben das Telefon? Ja, ich glaube, ich renne jetzt einfach mal ganz kurz. Ja, es ist irgendwo hinter uns, ne? Mhm. Also jetzt, ja. Hier ist auch alles zu. Nee, ist schon unten. Warte mal, bleib mal da stehen. Links. Aber vielleicht hier, ja. Ist da nicht auch noch ein Raum oder so? Nee, warte, es ist halt da, doch, da konntest du. Ja, aber das ist auch nur dieser Verbindungs... Okay, warte. Rechts, ja. Rechts. Ja. Rechts. Ich will aber... Okay, also hier, hä? Ich will nur ganz sicher... Ja, ich hab's auch... Keine Sorge, ich hab's auch... Da, ja, ja, du ja. Glaubst, ist nur gerade... Das
ist doch in diesem Raum da links. Da ist der hier. Ja. Der Raum muss es doch sein. Ja, aber das ist ja abgeschlossen. Hä? Als ob das jetzt die ganze Zeit klingelt. Aber weißt du was? Oder? Ach so, kannst du von da rein? Kann es nicht sein. Was war das für ein Zettel? Meine liebe Mutter. Ich freue mich, dass ihr nicht... Ja. Kannst du jetzt hier rechts? Da haben wir noch nicht geguckt, das stimmt. Küchenplan. Bräugel, Adlerbräugel. Adler, letzter Tag, Bräugel. Ja, die Bräugel, ne? Ja, ja, die Bräugel, die Olle. Ach, ist ja auch zu... Hä? Okay, was steht denn da gerade, was wir machen müssen? Ja, das haben wir schon gelesen. Ja. Du meinst die Aufgabe, die wir gerade haben? Genau, genau. Na komm. Abgesehen davon, dass wir natürlich dem Dings auf Missionen... Das ist noch nicht ganz klar. Gehen wir mal mit Mission. Folge den nassen Spuren. Naja, also scheiß aufs Telefon. Ja, ja. Wir machen jetzt das Offensichtliche genau, wie es gedacht war. Wir folgen den Scheißspuren. Es ist schon sehr ablenkend, so ein Telefon. Ja. Nein. Wo sind denn die nassen Spuren? Ich sehe die gerade gar nicht. Ich bin falsch gelaufen. Achso. Ja. Nass, 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 nass. Okay. Aha. Okay, jetzt fängt sie da an. Das ist ja... Na gut. Ja, so stressig. Alter, was ist das für ein Bart? Nicht schlecht. Boah. Geil, ne? Vor allem für damalige Zeiten hat man noch Bart immer klein. Ja, ich glaube wahrscheinlich in den Prunkhäusern. Na gut, ja. Der erfolgreichen Farbenfabrikfabrikanten. Cool. Boah, das ist mein Waschbecken. Hm, das ist der Quecksilberschrank. Mamas kleines Laster. Boah, da würde ich gerne. Ai, ai, ai. Das, Der Ball. Oh. Ja, ich hab gewartet. Darauf habe ich gewartet. Ruin. Na gut. Das erste Kapitel. Ja. Nun. Sind wir ungefähr bei einer Stunde? Ist doch ganz gut. Ja, ja. Mal für einen kleinen. Wir haben mal reingeschaut. Ja. Ich glaube, es dauert ultra lang, kann es sein? Das ist halt ein gemütliches Spiel, ne? Glaube ich, ja. Also. Ich will nur mal gucken, wo wir jetzt sozusagen starten. Einmal mal kurz gucken. Machen wir jetzt wieder Schützengraben-Action. Schützengraben, ja. Okay. Also es switcht zwischen den Ebenen. Das ist die Badewanne. Also so ein psychologisches Horrorspiel, ne? Hintergrund Erster Weltkrieg. Aber nicht uninteressant. Ist so ein bisschen noch nicht so... Ich glaube, es kann noch mal ein Patch vertragen, sage ich jetzt mal so vom Gefühl her. Ich glaube auch, ja. Aber grundsätzlich interessant, ne? Also kein so In-Your-Face-Ding, aber hat schon so eine... Ach so eine erwachsene Geschichte irgendwie, ne? Also ich glaube, die psychologische Ebene da ist dann deutlich mehr als die übersinnliche Ebene vielleicht. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es interessant. Muss ich sagen. Ebenso, und ich sehe das wie du. Ich glaube, so hier und da muss man, glaube ich, noch mal so ein bisschen feilen. Aber ich fand es optisch sehr schön. Ich finde es schön vertont von den Sound, von der Soundkulisse. Ich glaube, das kann was. Aber ich glaube auch, dass das sich zieht. Ja, ist, glaube ich, eher was für die ruhigen Stunden und Tage. Und vor allem aber auch, das behaupte ich jetzt mal, klar, es hatte hier und da mal so einen, also gerade jetzt am Schluss natürlich mal so einen Jumpscare mit Ankündigung. Aber es ist, glaube ich, eins, was ein bisschen vielleicht für die nicht super hart gesottenen auch durchaus geeignet ist. Kann sein. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich meine, die bauen es vielleicht auch einfach langsamer und weniger plump auf als andere Spiele. Das mag auch sein. Das, ja. Aber ich finde es nicht uninteressant. Also ich muss sagen, reizt mich jetzt schon wieder, allein wegen dieser Story und dieser Background und diese Familientragödie da im Hintergrund. Es fühlt sich ein bisschen unverbraucht an gerade. Ne? Bin ich voll bei dir. Finde ich voll bei dir. Gerade weil sie nicht so, glaube ich, auf diese Jumpscares gehen, sondern so ein bisschen sagen, ey, deswegen dauert es wahrscheinlich ein bisschen, weil sie so in diese tiefere Ebene gehen wollen mit dieser psychologischen Nummer. Muss man mögen, aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es gut funktioniert. Ja, also, wenn es euch interessiert, vielleicht eine Empfehlung für die gruseligen Stunden allein zu zweit, wie auch immer. Ad Infinitum haben wir gerade mal angezockt für euch und sagen, ja, vielversprechend. In diesem Sinne, wir versprechen uns auch, dass wir uns vielleicht bald wiedersehen. Vielleicht?